Jo, hallöchen, Freunde, wir spielen wieder, ja, in gewisser Weise Portal, aber dann auch wieder nicht Portal, denn wir spielen Portal Pinball bzw. Pinball FX2. Pinball FX2 an sich ist, sagen wir mal, normales Pinball-Spiel, wenn ich das so sehe. Ich spiele es gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Also andere Pinball-Spiele kenne ich schon, nur halt speziell dieses noch nicht. Scheint als Grundspiel kostenlos zu sein. Was kostet, sind die diversen Flippertische, die man sich noch dazu kaufen kann. Da gibt es zum Beispiel Doom. Oder es gibt Family Guy. Oder ich sehe hier Star Wars. Oder was haben wir noch? Eine ganze Menge haben wir auf jeden Fall. Aber vor allem gibt es... Was war das gerade für eine Sprache? Egal. Auf jeden Fall gibt es Portal. Ja. Und das ist bisher auch der einzige Flippertisch, den ich mir gekauft habe, weil der mich halt gerade im Summer Sale angelacht hat. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Portal-Fan und dachte mir für, ich glaube, 74 Cent war das, kann man nicht arg viel falsch machen. Ja, und was werden wir jetzt tun? Uns den Flippertisch einfach mal angucken und... Da ich das, wie gesagt, noch nicht gespielt habe, werde ich hier jetzt keinen Live-Top-Highscore hinlegen, sondern wahrscheinlich kläglich versagen. Hallo Kleros, fangen wir an. Hello. Again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Yes, I knew someone was alive in here. Der Abschuss ist schon mal ein Aperture-Button, das ist schön. Und das Schachspiel da links, wo kam in Portal denn Schach vor? Nun ja, das Rätsel löse ich später alleine, denn sie sind ja tot. Los geht's. Also das Grundprinzip ist klar, die Kugel nicht runterfallen lassen und sie stattdessen gegen Zeug dotzen lassen, das möglichst viele Punkte bringt. Klingt einfach, ist schwierig. Mal gucken, wie weit ich komme. Auf jeden Fall gab es gerade schon 10.000 und 20.000 und einen Absturz. Gut, fängt ja gut an. Wie viele Leben habe ich überhaupt? 50.000 Punkte, das ist doch schön. This next guest applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Shell geht durchs Portal. Ändert das auch irgendwas am... Es gab gerade eine satte Million, wow. Das darf mir ruhig noch ein paar Mal mehr passieren, da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Momentum. 2 Millionen! Yes, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Nochmal 2 Millionen. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Stand da. Super Punktzahl habe ich auch erhöht. Aber das kann man doch gar nicht alles lesen, wenn man dauernd auf den Tisch gucken muss. Woher soll ich dann überhaupt wissen, was ich geschafft habe? Weil wenn ich in Erfahrung bringe, was ich geschafft habe, schaffe ich danach nichts mehr. Weil ich...
this close and you are going to fail me? Hurry! Kledos hat irgendwas von failen gesagt, das traue ich dir zu der Hut. Ach, ist da unten ist die Notverbrennungsanlage, sehe ich jetzt erst. Das ist ja schön. Okay, das ging schief. Also ein Problem hat man, wenn der Ball mittig fällt, weil dann kommt man mit beiden Flipperarmen nicht dran und dann ist er verloren. Das sollte also nicht zu oft passieren. Turret. Was machen die? Und warum machen die das? Und was muss ich machen? Millionen holen auf jeden Fall? So nicht. Regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. Was bringt hier der? Kann man da den Ball reinschießen? Nein, kann man nicht, weil er schon wieder auf ist. Schade. Ich mag Flutlichttunnel, die sind mein Lieblingselement. Von daher hätte ich mich auch gefreut, wenn sie ein Spielelement hier bei Flipper wären, aber naja, man kann nicht alles haben. Gel, Gel, Gel! Blaues Gel! Wieso ist die Kugel nicht so hübsch, als sie darüber gedingt ist? Das ist unlogisch, aber dafür gab es 3 Millionchen. Links oben habe ich gerade auf dem Augenwinkel was gelesen von 5 von 30 Kuchenzutaten. Okay. Okay. Ich muss also nebenbei einen Kuchen backen. Das wird ja immer spannender. Der Kuchen ist außerdem eine Lüge. Any ideas? Any ideas? No?
this close and you're going to fail me? Here it is! The turret factory entrance! We made it! I am not sure how I can make these tests any easier for you. Ta-da! Only the turret control center is working very well. See that scanner over there? It's deciding which turrets to keep and which to toss. It's using the master turret as a template. Multi-ball template turret. Right, I'm gonna have to respond the door so that we can get at it. Template. Hello. Respond. Hello. Template. Hello. Da kann man eigentlich nur hämmern wie ein Wahnsinniger, aber. Da ich ja wahnsinnig bin, hat das ja ganz gut zu mir. Erst jetzt fällt's mir so nebenbei auf, dass die beiden Flipperarme, hallo Atlas, stilgerecht blau und orange sind, wie eben ein Portalpaar. Die haben wirklich an alle Details gedacht. Kann man Atlas irgendwie treffen? Nee, der steht unter dem Tisch. That's tremendous. Okay, ich glaube, das war's. It's been fun. Don't come back. Doch, ich werde wieder kommen. Ja. Sehr schönes Pinball-Spiel. Sehr schöner Flippertisch. Ich werde noch ein bisschen trainieren und meinen Highscore noch ein paar Mal brechen und noch um ein paar Ziffern erhöhen. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was eure erste Punktzahl beim ersten Versuch war. Ich bin gespannt und mache mich jetzt gleich an die zweite Runde.